Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers. Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers. Nachdem wir ja schon zweimal den Arcade-Modus durchgespielt haben, gönne ich mir einfach nochmal eine dritte Runde. Und ja, diesmal mit diesem Charakter hier, mit Cammy, Sammy, Bammy, keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Auf jeden Fall werden wir hier unsere blonde Muskelfrau nehmen. Mal gucken, was mit der hier so geht. Die wird ja wohl jetzt hier nicht ultra schlecht sein. Oh, oh, ich dachte, das ist mein Move und dann schmeißt der mich. Ah, guck mal, der macht einfach den gleichen Move. Ja, sieht gerade nicht ganz so gut aus. Ey, was machen die mit mir? Ey, mach doch nicht diesen. Ja, den Kampf gewinne ich ja niemals jetzt mehr. Ja, moin. Direkt hier die erste Runde verloren, man kennt ihn. You lose! Hä? Was denn hier? Oh Leute, das kann ja hier was werden mit der. Komm, mach doch mal was! Endlich wehrt sie sich jetzt mal. Okay, es liegt natürlich an meiner Macht, was ich hier so drücke. Gut, 1-1. Vielleicht hätte ich mir die Move-Liste vorher mal angucken sollen. Ja, moin, man kennt ihn, Leute. Ja, ein, zwei Moves kann ich ja mit der, aber irgendwie sitzen die nie so wirklich und der packt mich hier immer ständig. Mann, kann er mal damit aufhören? Ja, moin, direkt verloren hier zu Anfang, läuft bei mir und macht natürlich gar nicht aggressiv. Was macht die denn da? Ich drücke die ganze Zeit Sachen, aber irgendwie treffe ich nie. Aber die macht ja irgendwie immer einen Move. Und der andere Penner greift mich immer ständig und schmeißt mich dann weg, oder was? Übelst lame. Okay, versuchen wir es nochmal. Kann doch nicht sein, dass ich hier direkt gegen den ersten verliere, ey. Oh, das war mal wieder was Neues. Aber hat natürlich auch nicht getroffen. Ah, aber ich weiß, wie ich es einsetze. Ja, toll. Jetzt hat es getroffen, macht kaum Schaden. Was sind das für Attacken, ey? Kann die auch mal vernünftig Schaden austeilen? Komm. Jawohl, geht doch. Den meisten Schaden mache ich immer mit dieser Griffattacke. Und die ist am einfachsten einzusetzen. Und wenn ich denn hier so einen aufwendigen Move mache, passiert einfach nichts, oder was? Jawohl, geht doch, sehr gut. Komm, hol ihn dir. Jawohl. Ja, super. Oh nein, hat nicht geklappt, Leute. Oh. Gut, diesmal konnte ich aber gewinnen. Ja, aber erstmal reinkommen hier, Leute. Super Attacke hat natürlich auch nicht getroffen. Dann wäre das Ding hier schon durch gewesen. Aber Leute, man kennt ihn. Trifft natürlich nicht, wenn es drauf ankommt. Gut, jetzt habe ich mich hier ein bisschen eingespielt. Jetzt wird es hier wohl auch besser laufen. Die großen Gegner liegen mir eh immer besser, finde ich. Schade, dass ich mit der Attacke so gut wie nie treffe, weil die ständig abwehren. Und dann muss ich sie halt greifen, Leute. Nützt ja nichts.
Auch wenn das so aussieht, als ob ich dann immer dieselbe Attacke einsetze. Aber was soll ich machen, wenn die ständig abwehren? Dann muss ich halt den Griff raushauen, ne? Oh, jetzt hat er mich. Hallo, kannst du mich loslassen? Danke. Oh, das war aber auch, sah auch nett aus. Sehr schön, erwischt. Und somit gewinnen wir den zweiten Kampf. Nehmen wir den ersten Kampf, den ich direkt verloren habe. Bezeichnen wir ihn einfach als Ausrutscher, würde ich sagen, Leute. Ja. Round one, fight. Jawohl, der verbrennt mich direkt. Jawohl, ach man. Ja, ey, das ist doch unfair. So, jetzt darf ich... ich wollte gerade sagen, jetzt darf ich ihn hier nicht aus der Ecke rauskommen lassen. Auf einmal macht er irgendwie eine Teleportation oder was immer das auch war. Oh, aber ich gewinne den Kampf noch. Sehr nice. You win! Round two, fight. Ich wusste, dass er direkt Feuer macht, aber ich habe ihn auch getroffen. Gut, der Kampf ging schnell. Ja, kommt besser mit der zurecht jetzt hier. Jetzt geht's gegen Ryu. Der wird wahrscheinlich auch direkt mit Hadouken starten. Deswegen springe ich. Jawohl, tatsächlich. Gegner hier komplett gelesen, Leute. Jawohl, geht doch. Jawohl, nice. Jetzt gefällt sie mir richtig gut. Wenn läuft, dann läuft, ne? Jawohl, gut so, gleich dranbleiben hier. Nicht mehr rauskommen lassen und weg damit. Perfekt! You win. Perfekt! Perfekt! Wie er das einfach so ganz zum Schluss noch so hinten dran hängt, als ob das gar nichts Besonderes wäre. Russia! Round one, fight! Jawohl, auch hier wieder gut ins Match reingekommen. Jawollo. Jetzt die Grätsche. Ah, okay, ist ausgewichen. Jawohl, 1-0. Läuft doch. Hauptsache, ich verliere den allerersten Kampf und danach läuft es wie geschmiert. Ich springe wieder direkt. Sehr gut. Und kommt damit auch noch durch. Oh, jetzt hat er mich aber. Oh, und das hat auch gut Damage gemacht. Weg mit dir, mein Freund. Geh mal noch ein bisschen trainieren. Oh, jetzt spielen wir hier gegen uns selber. Wer ist die bessere Cammy? Oh, das rosa Outfit gefällt mir aber besser. Hehe. Ungefähr gleich auf, würde ich sagen. Komm noch einmal packen, dann ist die weg. Jawohl, sehr gut. Ne, die lebt noch. Jetzt aber. You win. Round two,
Oh, weggegrillt, schätze mich. Faul, ey. Komm, noch einmal packen. Jawollo, läuft doch. Was hab ich denn jetzt für Schleim an den Beinen? Oder hat die das von Anfang an gehabt und ich hab's jetzt nie gemerkt? Muss ich jetzt gleich mal drauf achten. Japan. Gegen Honda. Round. Oh ne, das hat die immer. So, Honda, wie gefällt dir das, hä? Nicht aus der Ecke kommen lassen. Und dann hauen wir ihn hier gleich weg und dann ist gut. Jawollo. Brauchst du gar nicht so zu schreien, Honda. Du hast halt einfach keine Chance. Boom! Schnell vernichtet hier den Honda. Kurzen Prozess gemacht. So muss das sein, Leute. Ihr Kämpfer seid alle gleich. Ihr weigert euch, das Unausweichliche zu akzeptieren. Ja, so sieht's nämlich aus. Gegen Blanka. Oh, der ist eigentlich stark. Also finde ich, ich stelle mich immer nicht so gut gegen den an bisher. Oh, hallo. Uiuiuiui, Blanka. Eieieiei. Ui. Blanka, alles klar. Blanka, hallo. Alles gut bei dir? Den hat sie jetzt ordentlich erwischt. Gerade habe ich ihn noch gelobt. Naja, vielleicht macht er jetzt richtig. Ah, wenigstens hat er mich schon mal getroffen. Bam, weg damit. Tschüss, Blanka. Geh mal noch etwas üben. Hast du gehört, Blanka? Verfluche mich nicht. Verfluche deine eigene Unfähigkeit. So, Balrog. Wieder ein großer. Gegen die kämpfe ich eigentlich gerne. Sind leichte Ziele, Leute. Alter! Oh, Alter, hier Knockout oder was? Was ist hier denn los, ey? Ja, moin! Man kennt ihn, der hat mich mal übelst vernichtet, mal eben. Okay, übelst vernichtet ist ein bisschen übertrieben, aber... Der weiß auf jeden Fall, wie man mit den Boxhandschuhen umgeht. Und der hat mir auch... das eine Mal ja heftig eine verpasst. Da hat unsere Tammy ja morgen noch was von. So, 1-1. War aber wieder kurz davor, tot zu gehen. Der verlangt mir jetzt hier einiges ab gerade. So, auch wenn er jetzt hier gerade den Anschluss verliert, ja. Na, aber er trifft mich nochmal, schade. Hätten wir hier auch ein Perfekt von machen können. Aber egal, ich nehme auch den normalen Sieg. So, 3 Stück nur noch. Gegen Vega, das ist doch der, der wieder da am Zaun rumturnt, ne? Ja, das ist er. Schauen wir mal, was er heute für Kunststücke macht am Zaun. Ja, moin, wie er mich hier einfach abstechen will. Ah, ja, ist gut jetzt. Oh, oh.
Und er packt mich auch noch. So eine Scheiße. Hab ich nicht rechtzeitig zugeschlagen. Ja, moin. Hallo. Ist jetzt mal gut hier? Alter, der ist ja mal richtig im Tobsuchtmodus. Gut. Muss ich mich einmal kurz schütteln hier? Denn da hatte ich jetzt nicht viel zu melden. Ja, und jetzt hatte er nicht viel zu... Oh, er lebt noch. So, jetzt aber. Jetzt hatte er nicht viel zu melden. Sogar noch weniger als ich gerade. Boah, da hat er mich wieder gepackt, der Sausack. Mann. Oh, ist das spannend. Jawohl, abgewehrt. Nice. Das war wichtig. Jawohl, ungetroffen mit dem Tritt nach unten. Hui. Richtig entschieden, seine scheiß Sprungattacke mit einem Fußtritt abzuwehren diesmal, anstatt mit einem Boxschlag. Das hat ja beim ersten Mal nicht funktioniert. Wie er blutet, ne? Als ob ich ihn so zugerichtet hätte. So brutal bin ich doch gar nicht. Oh, komm. Aha. Komm, du ruf da. Sehr schön. Die Attacke trifft so gut wie nie, ne? Hier, die hier. Schade eigentlich. Bam. Sehr gut. Hätte er mich getroffen mit dem nächsten Schlag, wäre ich wohl drauf gegangen. So konnten wir das Ruder noch umbiegen. Round two, fight. Sehr gut, Saga. Tschüss. So, somit fehlt ja nur noch ein Kämpfer. Und dann haben wir den Arcade-Modus auch mit Cammy, Zemi, Demi besiegt. Oder geschafft. Thailand. Round one, fight. Auf geht's. Oh, mieser Treffer. Sah auf jeden Fall mies aus. Alter, was ist mit dem los? Hat er seine Beruhigungstabletten nicht genommen? So viel Schaden habe ich allerdings noch nicht bekommen jetzt von ihm. Jawohl, super Combo-Finish hier. Kann man mal gegen den letzten auspacken, wenn er nur noch einen ganz kleinen Strich hat. Oh. Bin ich gut ausgewichen. Oh ja, schon wieder. Läuft bei mir. Oh, der packt er mich, der Sausack. Kann ich auch. Komm, nur noch ein bisschen, Leute. Können wir hier nochmal einen Super raushauen? Oh! Sah nach einem Double KO aus. War es aber nicht, denn ich habe noch ein bisschen mehr Power als er. Und somit gewinne ich hier. Nice. Ging eigentlich relativ fix und nicht so viele Probleme. Nur den ersten Kampf habe ich ein bisschen vergeigt. Ja, das brauche ich euch nicht vorzulesen. Bringt eh nichts. Das Thema haben wir ja schon durchgekaut. Die Schrift geht einfach zu schnell weg. Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt mal einen Daumen nach oben, ne? Man kennt ihn. Wäre auf jeden Fall nice.
Und wenn ihr noch mehr von Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Schreibt ruhig mal rein, mit welchem Charakter ich den Arcade-Modus spielen soll. Dann werde ich das garantiert einrichten können für euch. Ne, ich bin ja nicht so. Game over. Thank you for playing and thank you for watching. Und in dem Sinne, Leute, sage ich, wir sehen uns irgendwann im nächsten Stream oder im nächsten Video wieder. Haut rein, bleibt gesund, ciao.